So, es geht weiter mit Schnee. Bist du bereit? Ja, bin ich. Musik! So, der Like or Love tanzt jetzt gerade zu Hause. Ihr müsst euch das einfach vorstellen, wie jemand gerade nackt mit dem Läufer auf dem WC gerade tanzt. Und das macht gerade der Like or Love. Und wahrscheinlich schickt er uns gleich Bilder. So. D1. A2. Und ich sag doch, das muss man jetzt leider jedes Mal machen. So, da sind wir. Jetzt müsste er mich jetzt fragen, hast du ein Passwort? Verrückter Mann. Ich liebe diesen Sound. Habe ich ein Passwort? Ja, habe ich. Bist du sicher, dass du ein Passwort? Ja! Mal gucken. So schreiben. Ja, richtig. Gut, geht weiter. So, jetzt muss ich Tom finden. Also, wir sind in Level 2. Da kommt er wieder. Der Rabe. Er ist immer noch blau. Nicht gelb. Nicht purpur. Okay. Ich werde dir helfen, Tom zu finden. Er ist versteckt in dem Labyrinth, in dem Riesengarten. I will take you to see my friend? Toadstool. Achso, die Kröte. Achso, das ist ja der Pilz. Stimmt, das ist ja wieder, ja, genau. Deswegen ist es ja, genau. Hallo, ich bin ein sprechender Pilz. Und den kann man nicht trinken und auch nicht essen. So, Tom ist versteckt auf der anderen Seite des Garten des Riesen. Du brauchst Hilfe, um durch den Garten zu kommen. Diese Kreaturen können dir helfen. Wurm, Biene, Schnecke, Spinne, Schmetterling. Das sollte ich mir mal notieren, ne? Weil die werde ich ja wahrscheinlich alle einsetzen müssen. So, warte mal. Also, Wurm. Bee, Snail, Spider und Butterfly. Ja, Vorsicht vor den Pilzen. Also, den würde ich nicht essen. So, also. You're on the edge of a white pond. Du bist also an der Stelle vor einem großen See und du musst über den großen See. So, da würde ich doch sagen, die Biene oder Schmetterling? Der Wurm sicherlich nicht. Spinne auch nicht. Entweder Biene oder Butterfly. Bee? Hat das Sinn? Auf jeden Fall ist die Biene super animiert. Ist eine heiße Biene. Ich kann nicht schwimmen. Ich werde versuchen, mit dir darüber zu fliegen. Ja, den Plan hatte ich schon. Die können doch alle nicht schwimmen. Nee, du bist zu schwer. Ich kann darüber nicht. Okay. Back again, are you? Ja. Okay, also, das is it nicht. Aber der Wurm macht keinen Sinn. Die Schnecke macht keinen Sinn. Die Spinne macht keinen Sinn. Also, rufen wir den Schmetterling. My sweet butterfly. So. Ich werde dich über den See bringen. Halt fest. Hier machen wir. Wir haben es geschafft. Du bist nur über den See. Du musst durch einen kleinen Wald. Du bist abgesetzt worden im Wald. A shower of nuts. Ich werde gerade von Nüssen begraben. Ein Haufen von Nüssen fällt gerade auf den Nieder. Die Nüsse tun dir weh. Du brauchst Hilfe. Bei Nüssen. Also, Butterfly ist weg. So, die Spinne macht keinen Sinn. Die Biene macht keinen Sinn. Der Wurm macht eigentlich keinen Sinn. Die Schnecke?
Die Schnecke mit dem Häuschen. Die, auch das ist schön, die Nüsse tun dir weh. Ha, versteht ihr? Die Nüsse tun dir weh. Ist das, was ich übersetzen muss. So, allen der Kreaturen kann dir helfen. Ja, ich bin jetzt mal für die Schnecke. Die lässt sich auch viel Zeit. Die könnte eigentlich eine minus 2 vertragen, die Schnecke. Aber das würde ich keiner Schnecke antun. Denn mein Herz ist Schnecke. Wir sind Schnecke, übrigens. Ich kann dir helfen. Komm in mein Haus und dann sind wir sicher vor den fallenden Nüssen. Versteht ihr? Nuts, ne? Und so. Ja. Ihr wisst ja, ne? Man isst nicht selber, wenn man hungrig ist. Auch wenn man im Zug irgendwie Snickers zeigt, zwischen links und rechts und nicht weiß, was man da will. Nicht, Julian? So. Du musst jetzt durch ein Blumenbett. Da sind schöne Blumen. Pass auf. Eine Armee von Ameisen kommt. Du brauchst Hilfe. Die Ameisen werden dich beißen. Allen der Kreaturen kann dir helfen. So, also. Schmetterling ist weg. Schnecke ist weg. So. Also, jetzt haben wir einen Wurm. Jetzt haben wir eine Biene. Eigentlich würde ich doch sagen, jetzt doch Zeit für Spider-Man. So. Spider-Man, den Blumenmann, machst ihr alle, tot jetzt gar nicht, hier bist alle, Spider-Man. Das ist bestimmt Andrew Garfield, so wie der da. Okay. Ich kann dir nicht helfen, du musst jemand anderen versuchen. Ne? Ist aber jetzt nicht Game Over, bitte. Okay, die Ameisen haben dich gebissen. Ja, aber der Wurm? Biene? Soll denn jetzt die Biene die ganzen Ameisen verscheuchen? Ich dachte einfach, die Spinne fängt dann an, die ganzen Ameisen lecker einfach zu töten. Die Ameisen kommen. Ah! Ich versuche, die wegzufliegen. Nee, du bist zu schwer. Dann würde ich ja sagen, ist es höchstwahrscheinlich der Wurm. Der Wurm ist auch irgendwie in der Lösung. So. Zeit für den Wurm. Der Wurm, der ist so pink. Sieht aus wie ein falsch gefarbenes Shiny Dick Duck, aber also gut. Ich grabe dir einen Untergrundtunnel. Du kannst mir folgen. Dann wirst du sicher vor den Ameisen sein. Vom Gym, genau. Richtig. Cow launched. So. Okay, das war schon mal richtig. Also der Wurm ist auch weg. Dann bleiben nur noch zwei. So. Du musst einen verzwickten Pfad folgen. Dann mach ich das doch. Du hörst grummelnde Geräusche. Eine große schwarze Hund kommt. Der Hund hat große gelbe Zähne. Er ist ein schwarzer Hund, hat gelbe Zähne. Borussia! Achso. Vor allem, dann habe ich keine Angst davor, weil... Ne? So wie der agiert. Kleiner Witz übrigens, ne? Ihr wisst ja, gefälschte Impfpässe, ihr kennt den Gag. Aber wer hat mehr gefälschte Pässe und falsche Pässe? Richtig, Dortmund. So. Der Hund gehört zum Riesen. Steht wahrscheinlich drauf. Steht dann Giant's Dog oder so. Eine der Kreaturen kann dir helfen. So. Ein Hund. So, der Wurm ist weg. Dann bleibt jetzt nur noch die Biene. Und die Spinne. Die Biene könnte ihn jetzt in die Nase. Das würde ich auch sagen. Wir machen die Biene. Aber wahrscheinlich fliegt die nur weg. Wahrscheinlich ist sie die Spinne.
Aber immerhin scheint es hier auf jeden Fall in dem Level nicht ewig Game Over zu sein. Ah, da ist er. Ich verjage den Hund. Genau. Boah. Da, siehste, hat sogar den Hintern des Hunds gebissen. Oder gestochen. Du siehst einen wirklich großen Baum. Ja, gut, Spinne. Klar, bleibt jetzt mal übrig. Da ist irgendwas da oben. Ich denke, du solltest den Baum erklimmen. Aber der Baum ist schwer zu erklimmen. Genau. Ich frage mich, wie du den Baum erklimmen willst. Vielleicht kann dir eine der Kreaturen helfen. Ich würde sagen, Spider-Man! Spider-Man, Spider-Man, climbing trees for everyone. Spider-Man. So, komm. Hat auch die gleichen Klamotten, ne? Also so rot, blau. Das ist Spider-Man. Ich verrate dich nicht, Peter. Ich verrate dich nicht. So, ich bin derjenige, der helfen kann. Du. Genau, du wirst jetzt nach oben laufen und dann dementsprechend da. Ja, genau. Du erklimmst die Höhe oder beziehungsweise den Wipfel. Gut, du hast Tom gefunden. Erinnere dich an dieses Passwort. Sky! Ist klar, wir kommen von Borussia Dortmund zu Sky. Jetzt bitte euren Tipico-Werbespot einfügen. Dann haben wir es, glaube ich. So, schön. Team Sky! Achso, der Rest des anderen Programms ist... Ey, wir haben 50% gelöst. 50% haben wir gelöst. Das ist mehr als das, was Olaf Scholz in 4 Jahren schafft. Und ja, das ist politisches Kabarett. So. Das heißt, jetzt muss ich tatsächlich... Achso, jetzt muss ich das andere einladen. Ja, stimmt. Ich probiere das mal mit dem Passwort. Ich verwirre den mal völlig. Mal gucken, was da passiert. Ich mache das Game jetzt kaputt. Ich crashe es. Mal gucken, ob sie daran gedacht haben. Ich glaube nämlich nicht. Das sind Programmierer. Die denken an nichts. Deswegen müssen ja auch die Leute mit den Geldkoffern und mit den tollen, sinnlosen Ideen müssen denen ja immer sagen, wie es losgeht. Weil Programmierer, ja? Da gewinnst du nichts mit. Ja. Schön, die Musik. Herzlich willkommen beim Greatest Hits Album von Granny's Garden. Ja. Ja, hab ich. Sky! Anna und Claire. Hat der nicht gesagt, ich muss das andere Game einladen? Das geht? Was hast du das bis dahin gemacht? Hä? Bevor ich dir weiterhelfen kann, du musst jetzt einen Erwachsenen rufen, der dir helfen kann. Wo krieg ich den denn her? Ready to start? Ja. Hä? Wir machen Folgendes. Ich besorge mir eben kurz einen Erwachsenen. Ich guck mal, wie ich jetzt mal kurz auf der Straße irgendeinen anlaver. Um diese Uhrzeit ist bestimmt eine total gute Idee. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe eine Idee. Aber das hat schon ein bisschen was von Metal Gear Solid Logik, glaube ich. War das nicht vielleicht doch ein altes Game von Hideo Kojima? Obwohl, nee, stimmt, dann fehlen noch Nanomachines. Also, gucken wir mal. Bis gleich.